Erste Hiobsbotschaft für das DFB-Team vor der WM in Katar. Timo Werner fällt aus. Der Stürmer war mit 5 Torbeteiligungen in den letzten 4 Spielen, darunter ein Treffer gegen Real Madrid, in bestechender Form. Am Dienstag gab es dann erste Sorgen um den Leipziger, als er beim 4-0-Sieg gegen Donetsk angeschlagen ausgewechselt werden musste. Jetzt gab RB bekannt, dass der 26-Jährige sich das Syndesmosebandband gerissen hat und für den Rest des Jahres ausfallen wird. Damit bleibt keine Hoffnung auf eine WM-Teilnahme, eine ganz bittere Nachricht. Eure Meinung ist gefragt. Auf wen muss Hansi Flick jetzt auf der Stürmerposition setzen?